Ich glaube, das war von Timo ganz allgemein ja, gemeint, dass wir einfach alle zusammen jetzt ja, noch mehr zusammenrücken und die Dinge noch nüchterner analysieren. Und ja, es ist für uns einfach wichtig, dass wir jetzt nicht nur die Spieler, nicht nur der Trainer, sondern dass wir da jetzt wirklich eine brutale Einheit bilden. Die war schon immer da, aber jetzt erfordert die Situation einfach noch mehr, an welchen Stellschrauben auch gedreht werden muss. Es sind Kleinigkeiten, wo wir wirklich alle was machen müssen. Und ja, das glaube ich, hat er so grob gemeint damit. Und das war seine Aussage. Es gibt aber auch Dinge, die ich nicht beeinflussen kann. Ne? Und das, was ich beeinflussen kann, das versuche ich umzusetzen. Und das ist mit meinen Leuten. Das ist so klar und trotzdem so kritisch als möglich zu bewerten und was man rausholen kann. Wissen Sie, gegen gewisse Dinge hat man auch keinen Einfluss. Und ich verstehe das auch zum Teil, logischerweise. Wir haben zwei Punkte, das ist ein Ergebnis, das ist ganz einfach schlecht. Also, dass dann Fragen kommen, dass Ideen kommen, dass Varianten kommen, dass Umfragen kommen. Das eine oder andere hinterfragt. Also das ist für mich schon ganz klar, damit kann und muss ich auch leben. Also da bin ich jetzt ja nicht persönlich gekränkt oder beleidigt. Das ist ja klar, das ist für uns alle zu wenig. Und ich kann mich davon leiten lassen, was im Rundherum passiert, oder ich kann versuchen, weiterhin meine Verantwortung wahrzunehmen. Und meine Verantwortung ist ganz einfach gegenüber dem Verein und vor allem auch gegenüber den Spielern, dieser Verantwortung gerecht zu werden, dass man versucht, das Beste rauszuholen. Und diesen Anspruch habe ich immer noch und der Aufgabe stelle ich mich auch.